Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Nekonia mit einer neuen Folge Pokémon Let's Go Evoli. Wir haben beim letzten Mal den Wasserorden erhalten und ich bin mir nicht ganz sicher, wo es hier weitergeht. Rocky steht immer noch vor der Tür. Ja, hier wurde eingebrochen und anscheinend ist der Verdächtige jemand von Team Rocket. Der steht hier auch da hinten, aber da kommen wir irgendwie nicht hin oder noch nicht hin. Ah, an der Brücke scheint es weiter zu gehen. Das Pokémon muss mich beruhigen. Oh Gott, also unser lieber Kindheitsfreund Marty scheint ein bisschen außer Rand und Band zu sein. Greifen uns direkt mit einem Taubsi an. Los, Pudgy, erledige das Taubsi. Rang 12. Und aber auch noch zwei Schläge fürs. Hey, das können wir auch. Trotzdem nicht helfen. Der hat drei Pokémon, da muss ich aufpassen, dass jetzt einmal geschwächt schon ist. Ja, eigentlich im genauso machen hier Sandwirbel zurück. Verschämtheit hier. Was? Ist das jetzt ein Dirtfight hier? Ja. Aber stacken können wir auch, so. Drecksand zurück. Let's fight dirty, so nennen wir das. Von Dreck zu Dreck. War mal ein Tackle-Hieb, ich hoffe, das funktioniert. Ja. Natürlich verfehlen wir das doofe Taubsi. Unser Flackerbrand. Ja, mit einem verdammten Ruckzuck gehen und ich verfehle nur. Mhm. Leider keinen Ruckzuck geben mehr. Das kann wohl echt nicht sein, dass ich mal dieses blöde Taubsi treffe. Ja, endlich. Ich muss dir selber den Dreck ins Gericht, das Gesicht Taubsi. Mirabla. Einfach mal das Pikachu aus Spaß. Weiß nicht, was er sonst noch dabei hat. Evoli, meine Pause. Pikachu! Ein Donnerschlag. Donnerschock, eher gesagt. Ich glaube, das sind ja nur gegen Feuer effektiv. Naja. Im harten Kampf müssen wir natürlich direkt hier gegen unseren lieben Freund Marty kämpfen. So, einwechseln. Hier haben wir eine Feuerattacke. Was? Geht's wohl so gut hier, Mirabla? Guck dir selber Energie ab. Brand. So. Okay, wir haben ja eine Feuerattacke zum Glück. Was hast du jetzt noch als nächstes hier? Ein Pikachu. Elektro. Schön. Ich kämpfe einfach weiter. Ah,
Das wird schon gehen. Hier, ab Sand. Du kriegst auch erstmal Sand ins Gesicht, Pikachu. Bitteschön. Wieder flüchten oder was? Naja, so, erstmal ein Tackle. Ich sag ja, bei dem hat das natürlich keine Wirkung, der kann mich immer noch angreifen. Der Volltreffer wurde ja aber besiegt, und immerhin. Kapado hat sich hochgelevelt und das Team von Marty wurde besiegt. Puh, jetzt habe ich mich wieder ein bisschen beruhigt. Das hat dich dann so in Aufruhr versetzt, das macht mich jetzt aber neugierig. Oh Mann, also wirklich. Tut mir leid, dass ich so ausgeflippt bin. Eigentlich habe ich ja Nerven aus Stahl, aber da hinten wohnt ein sehr bekannter Pokémaniac. Ich habe mir gedacht, ich schaue mal bei ihm vorbei. Er hat bestimmt ein paar seltene Pokémon, die ich noch nicht gesehen habe. Aber als ich dort angekommen bin, jetzt halte ich bitte fest. Da war Bill, der Pokémaniac, gar nicht da. Stattdessen stand plötzlich vor einem Pokémon, das wie ein Mensch gesprochen hat. Und wenn ich nur daran denke, läuft mir eiskalt den Rücken runter. Halte ich am besten von seinem Haus fern, Neko. Ich zumindest werde einen großen Bogen darum machen. Ich... Oh, Pikachu hat was gefunden. Was haben wir denn da, Pikachu? Schau was, Pikachu. Was ist jetzt nichts? Hat er jetzt nur an den Blumen geschnuppert? Meine Güte, Pokémon nicht. So. Jetzt mal Ersatz, Pikachu. So. Wir fahren jetzt hier mit unserem Onix durch die Straßen ins Pokémon Center rein. Pokémon einmal kurz heilen. Kann ich, wenn die sich alle aufleveln. Veronix ist brav erzogen, kaum ist jemand im Weg, wird es wieder ganz klein. So eine reinste Wache hier. Das hier ist die Nugget-Brücke. Wenn du uns 5 Trainer besiegst, erhältst du einen super tollen Preis. Aber das musst du erstmal schaffen. Was haben die denn für Pokémon dabei? Käfersammler Leonardo fordert dich heraus. Aus seinem Blut so ein. Ja, das machen wir doch fertig. Pretty, komm schon. Einfach Tackle drauf. Alles nieder tackeln. Also Nummer 1 war schon im Gegensatz zu den anderen oder im Gegensatz zu Marty gerade nichts. Wow, du bist gut. 3 Pokébälle, immerhin haben wir die bekommen. Die gehöre hier wieder. Ich bin die Nummer 2, jetzt wird's ernst. Die ganze Zeit kämpft man nicht und dann wird man hier von einem Kampf zum nächsten die gehöre Laura geschickt. Das ist um unsere Stärke zu testen, um uns aufzuleveln. Los, Pudgie. Die anderen Pokémon sollten auch mehr Stärke oder mehr Levelpunkte bekommen, weil Pudgy ist ja dann auf 18. Das Entern war jetzt auch wieder lächerlich, das ist ja mit einem Tackle wieder erledigt. Fenster hat Rang 16, Schlafbruder. Was soll es denn dafür verlernen?
Körper wächst. Da steigen Angriff und speziell Angriff. Machen wir erst das so und lernen Schlafpuder. Wickel meine ich dann. Doch, Wickel haben wir vergessen. Wir lernen Schlafpuder. So. Honig ist auf Rang 10. Erhöht Angriff des Anwenders, wenn dieser getroffen wird, solange die Attacke aktiviert ist. Und klar, dann quetscht das Ziel bei 4 bis 5 Runden. So, tauschen wir das einfach mal. Ich glaube das einfach nicht. So, ein Gegner weniger. Bisher sind die ja jetzt hier nicht gerade spektakulär. Ich bin mal gespannt, ob der letzte dann auch irgendwie 3 Pokémon oder so einsetzt. Ich bin Nummer 3. Mich tust du nicht so leicht besiegen. Vielleicht hat er jetzt 2 Pokémon. Und? Er hat nur einen Sandern. Na, das könnte schon sein, er wird Rang 10. Vielleicht braucht er doch 2 hier Schläge dafür. Ja, beim Sandan brauche ich 2 Schläge. Und ich bin vergiftet, das ist super. Das ist mir super viel. Also jetzt habe ich ein Problem, weil ich vergiftet bin. Dafür gehe ich jetzt aber nicht extra mich rein. Das mache ich, glaube ich, für den letzten. Juli wird ja schon überleben. Das ist auch einfach nur, damit wir ein bisschen Geld und Pokebälle bekommen, sehr wahrscheinlich. Ich bin Nummer 4. Na, bist du so langsam müde? Naja, der Einzige, der mir Schaden zugefügt hat, ist der kleine Junge, weil er mich ein bisschen vergiftet hat. Wie gesagt, ich bin erkältet, deswegen gibt gerade ein bisschen meine Stimme nach. Ein Mauzi. Oh, ich will auch ein Mauzi unbedingt haben. Ich will ein Snoopy Cat haben. Ist auch nur Rang 10, aber es ist auch neutral, genau wie wir. So. Ich meine, ich versuche mein... Damit hast du mich auch besiegt. Ich versuche mal mein Glück mit dem letzten, auch wenn wir vergiftet sind. Ich meine, ich habe immer noch ein paar andere Pokémon und so schlimm ist das hoffentlich nicht. Ich bin die Nummer 5, ich mach dich platt. Dann haben wir wenigstens die komplette Brücke durch. Camper Matteo setzt Vulcano ein. Okay, Vulcano sind Feuerattacken, dann nehmen wir unsere normale Tackle-Attacke. Evoli. Oder unser Pudgy tackelt sich durch alles durch. Und hat sogar das Gift besiegt. Yay. Baby Gatsche ist jetzt Rang 14, aber die sind ja alle viel zu niedrig. Ja, ich habe ganz schön was auf den Kasten und da gibt uns noch 2 Superbälle. Und ich war, dann ist er noch einer. Herzlichen Glückwunsch, du hast alle 5 Trainer besiegt. Hier, dieser großartige Preis ist für dich. Du erhältst ein Nugget von einem dubiosen Trainer. Du verstaust das Item im Beutel. Übrigens, und das bleibt unter uns, möchtest du nicht Team Rocket beitreten? Und schwupp! Wir von Team Rocket benutzen Pokémon dazu, unsere finsteren Pläne zu verwirklichen. Bist du dabei? Du bist dabei, oder? Jetzt mach schon mit. Mach mit, habe ich gesagt. Seltsam, du siehst aus, als wolltest du dieses großartige Angebot ausschlagen. Tja, da muss ich wohl ein wenig mehr Überzeugungsarbeit leisten. Also das Ganze war von Team Rocket. Die wollen einfach Mitglieder werben. Rüpel von Team Rocket fordert dich heraus. Ja, schauen, der hat 2 Pokémon.
Ob Pucci das schafft. Dann nehme ich aber mal mein Feuer hier, den ich erlernt habe. Und das ist super, das ist erledigt. Na, was hast du noch mit dabei? Das sind Smogon. Naja, dafür brauche ich mein Pokémon nicht wechseln. Das werde ich auch mit einem Tackle angreifen, auf jeden Fall. Das hat auch nur Rang 11. Also wenn man bedenkt, dass man für Misty schon Rang 15 sein musste. Und ich aus diesem Karree von Azuria City auf jeden Fall nicht mehr zurückgehen konnte oder nicht wusste wie. So, Bisasam hat Level 16 erreicht. Kumpel von Team Rocket besiegt. Oh, du bist wirklich gut. Ich hab mich doch durch alle fünf durchgeschlagen. Das hätte dir klar sein müssen. Dieser Samen entwickelt sich. Yay! Glückwunsch, dein Bisasam wurde zu einem Bisaknosp. Endlich ein Bisaknosp. Oh, ich bin der Eintrag. Da scheint sich ja nichts zu ändern beim Eintrag. Die Knospe auf seinem Rücken wächst, indem sie Nährstoffe absorbiert. Kurz vor der Blüte sondert sie einen Duft ab. Okay. Mit deinem Können hättest du eine glänzende Karriere bei Team Rocket vor dir. Welch eine Verschwendung von Talent. Ich muss mein Talent ja nicht fürs Böse einsetzen. Ich kann sagen, ein Blutzug, das Onix, es macht zwar Spaß, auf dem Onix zu fahren, aber das Onix ist mir echt zu groß oder zu breit, zu dick. Schwer, wenn die dann auch noch, wenn ich nicht gerade auswerfen muss. Oh Mann. So, leicht zur Seite. So, wir gehen. So. Ich will noch einen Blutzug fangen, dass es links ist. Nach rechts schmeißen ist für mich, glaube ich, einfacher als nach links schmeißen. Muss ich mir fangen lassen, du Blutzug. Oh. Ja, auch hier die Ränzchen zu machen. Das war ja jetzt wohl ein super toller Wurf. Jetzt kann ich warum das jetzt kein guter oder fabelhafter Wurf war. Also du bist jetzt eine Himbeere, weil du so nervig bist und meine Bälle hier verschwendest. Und wer, du lässt dich jetzt nicht fangen. Widerspenstiges Blutzug. Ernsthaft? So. Jetzt ist es doch grün geworden, okay. Du wolltest vielleicht doch einfach nicht in den Ball rein. Hm. Jetzt auf jeden Fall mein Onix jetzt wieder wechseln. Ja, auf jeden Fall nicht auf Onix von A nach B fahren, weil das Onix ist mir echt zu groß. Deine großen Augen fungieren als Radar. Im Nicht kann man erkennen, dass sie aus unzähligen sehr kleinen Augen bestehen. Blutzug gelagert. Ein Team. Wir laufen wieder mit Pikachu. Da, 3 Himbeeren haben wir bekommen. Was ist mit dir? Ich habe dich aus dem hohen Gras beobachtet. Das wäre ein Stalker. Aber er hat uns nicht von alleine angesprochen. Wir mussten ihn ansprechen. Camper Kuno. Harry Tuck. So,
Putschi wird das Habitat sowas von erledigen. Einmal weg mit dir getackelt hier. So. Erledigt. Und Putschi hat Level 19 erreicht. Kriegt Special-Angriff plus 1. Der Rest seiner Pokémon kriegt natürlich auch Erfahrung, wurde besiegt. Das ging wie erwartet nach hinten los. Na, wenigstens zwei Superbälle. Das Blutzug war ja auch richtig hartnäckig. In Büchen hier ist nichts. Hier hat ein Glumanda, kann ich das haben? Ich kann einfach keine Pokémon trainieren. Es tut mir auch total leid, dass dieses Glumanda immer noch so schwach ist. Ich würde es gerne einem fähigeren Trainer übergeben, der es richtig trainiert. Kannst du es mir nicht geben? Also ich habe 50 Pokémon gefangen. Du musst schon mindestens so viel fangen wie ich. Sonst verdienst du mein Glumanda nicht. Ich habe auch schon 50 Pokémon gefangen. Naja. Oder ich es vermute, ich weiß es nicht. Oder will er 50 Pokémon im Pokédex? Sind wir nicht würdig genug für das Glumanda? Naja. Route 25, ist das überhaupt richtig? Ich meine, ich komme hier ja eh nicht her. Hier versperrt den Weg. Ich komme zwar gerade vom Moonberg, aber ich bin kein bisschen müde. Geht man von Route 4 direkt auf Route 25? Das kommt mir ein bisschen merkwürdig vor. Wanderer Oscar fordert dich heraus. Mit einem Onix. Los, Pudgy, wir erledigen das Onix. Das hat jetzt hoffentlich nicht Level 25, aber Level 15. Stein war ja gegen Wasser schwach, naja. Aura oder Pflanze. Bisa, 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 Knosp. So. Das hat dem hoffentlich mehr einen Schaden anrichten können. Was haben wir denn hier? Der Rankenhieb. Bang! Und es ist fast erledigt. Und nochmal ein Rankenhieb und weg mit dir. Ich glaube, ich gehe dann die Pokémon erstmal wieder heilen. Unser Onix erreicht Rang 11 und der Oscar Onix wurde besiegt. Du hast hart gekämpft. Ein bisschen mehr Geld und 3 Pokémon wieder. Ich komme doch, man kommt an ihm vorbei. Blut. Ein Mauzi, ein Mauzi, ein Mauzi! Oh. Ein Mauzi! Es ist ein winziges Mauzi. Oh, nee, ich brauche die anderen Bälle. Keine Superbälle. Hey, dann ist es aber nicht so leicht zu fangen anscheinend. Wir machen das ja auch ganz tricky anscheinend. Und ich habe mal wieder hier den, dass ich... Ah, das ist doch nur... Woran liegt das denn? Ich schmeiß doch nicht... Ja, genau so habe ich eben auch geschmissen. Ja. Immerhin jetzt großartiger Wurf. Okay, für das Mauzi nehme ich jetzt einen Superball, weil ich es einfach haben will und es dadurch grün ist. Ich hätte jetzt behauptet, der Obo war auch super, aber naja. Immerhin gefangen. Und das ist ein winziges, winziges, winziges Mauzi. Dieses Pokémon ist auch mal nachtaktiv. Es liebt glitzernde, runde Gegenstände und stiehlt diese bei jeder Gelegenheit. Doch mein Katzen-Pokémon.
Kapsel X Spezial verwenden. Okay. Na, das Taubsi, weg mit dir. Heute. Anakunde, da hau ich ab. Das ist auch schon gelb. Das verschwende ich jetzt nicht, die Bälle. Wer weiß, wie oft das Mauzi da erscheint. Das müsste eigentlich ein reguläres Pokémon sein. Ich bin mir immer noch nicht hin. Gut, 24. Supertrank. Ich wusste, dass wir miteinander kämpfen würden. Hier prügelt man sich jetzt von einem zum anderen, würde ich mal sagen. Knirps Yannick fordert uns heraus und setzt einen Dickter ein. Dickter ist Erde. Weiß ich nicht. Ich mache jetzt einfach Tackle. Und das war auch vollkommen ausreichend. Alle bekommen Erfahrungspunkte. Carpador ist auf Level 12. Ich wusste auch, dass ich verlieren würde. 3 Pokebälle. Yay. Wenn eines deiner Pokémon verwirrt ist, dann wechsle es aus. Das ist eine gute Taktik. Na toll, anscheinend hat mich in der Höhle eine Zubat gebissen. Ja, bisher kommt kein zweites Mauzi auf. Ich habe meinem Papa eine Party auf der MS Anne im Hafen von Orania City besucht. Toll, oder? Ja, das ist wirklich super. Und warum greifst du uns deswegen an? Knirps Emil fordert dich heraus. Dann müssen wir uns hier echt von einem aus nach dem anderen durchkloppen, bestimmt nur um die Pokémon hier hochzuleveln. Da fehlt mir gerade ein bisschen Story. Das ist ja nur Geprügel hier. Na. Wow, wir wollen uns nicht einwickeln oder umwickeln lassen. So, segne das zeitliche Rettern. Als nächstes Radfratz. Brauche ich nicht wechseln. Level hat eben seinen Radplatz, aber der hat schon 2 Pokémon. Nur Rang 12. Ich glaube, brauchen wir bestimmt 2 Hiebe für. Ne, das wurde doch mit einem schon besiegt. Super. Na, der hatte direkt 2 Pokémon dabei, der kleine Knirps. Ob ich jetzt sauer bin? Pah, bestimmt nicht. Was hast du als Tipp? Auf der MS Anne habe ich jede Menge Trainer aus aller Welt gesehen. Ach, was für ein kleiner Schnuse. So. Und du, der Trainer aus der Gegend, kommen regelmäßig zum Üben hierher. So, das ist dann die Prügelecke zum Üben hier anscheinend. Vogelprofi Ludger fordert dich heraus. Ein Tauboga hat er. Aber er hat nur einen Vogel. Sich Pudgy auch drum kümmern. Vogel ist Rang 15. Einmal. Ich hoffe, der schmeißt mir auch nicht schon wieder 3 Meter Dreck immer ins Gesicht. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt so clever ist. Ich weiß gerade nicht, was gegen Wind nochmal schwach ist, aber. Kleine ist ziemlich verletzt, also kommt er erstmal zurück. Das war ja klar. Wie vermutet, kriegen wir direkt Dreck ins Gesicht geschmissen. So.
Oh mein Gott. Das war nicht so gut. Was nehmen wir denn? Wind ohne Hexenstein. Bist du doch von Wind eigentlich sich nicht drum kümmern, aber das Pokémon ist, glaube ich, viel höher gelevelt als der Onyx. Ja, aber das ist, wie gesagt, nicht effektiv. Und Onyx bekommt es ja auch direkt zurück. Was greifen wir den denn an? Mit Steinen. Mit dir, Tauboga. Gib uns noch dein letztes Leben. Das hat der Visa schon gut gemacht. Ich weiß, es sind immer noch Visa, auch wenn es kein so sein Visa-Knoss trotzdem. Teamwork, noch wenn wir versucht, Giftpuder zu erlernen. Mal schauen. Nee, ich lasse das mal so, wie es ist. Achso, nee, ich wollte das ja nicht so. Ja, nee, nee, muss es nicht. Nein, braucht es nicht. Du bist richtig gut. Ja. Okay, den haben wir auch aus dem Weg geräumt, also der scheint stärker zu sein. Jedes Pokémon hat typenbedingte Schwächen. Wenn du nur ein einziges Pokémon trainierst, stößt du deshalb schnell an deine Grenzen. Du solltest immer viele verschiedene Pokémon gleichzeitig trainieren. Ja, und das ist genau momentan unser Problem. Jetzt genug gefangen. Also ich habe 50 Pokémon gefangen. Du musst schon mal so viel. Okay, wir haben immer noch nicht genügend Pokémon gefangen. Ich dachte, wir hätten insgesamt 50 Pokémon gefangen, aber vielleicht geht es ja wirklich nach dem Pokédex. Die Pokémon heilen, bevor wir weiterlaufen. Ist ja wirklich eine ziemlich starke Route da. Ja, bitte einmal heilen. Dum, 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 dum. Dankeschön. Und auf geht's zurück zur 24-Route. Ich meine, haben wir nicht im Beutel auch noch eine Karte? So. Aber dann scheint ja das nächste zu sein. Diese Route schlängelt sich durch ein kleines Heckenlabyrinth bis zum Kap. Hier kam er irgendwie nicht her, oder? Naja, dann gehen wir jetzt erstmal hier die Route ab. Dum, 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 Route 24. Ist immer noch ein Blutzug. Gern noch ein Marzi, aber der war ja leider nur eins. Knofensa. Man entern. Aber leider kein Mauzi. Ja, wir werden schon noch eins kriegen.
Nur solche Typen. Hey, weißt du was? Mein Freund ist richtig cool. Weißt du was? Das interessiert uns nicht. Wir sind auch super cool. Picknickerin Wut. Solltest du dich denn nicht so viel auf deinen Freund, sondern mehr aufs Pokémon trainieren, konzentrieren. Mit nur einem Pokémon, okay. Tackeln wir das Goldini weg. Ich glaube nicht, dass ich dafür das Pikachu rausholen muss. Und noch einen Tackle. Das ist eine 13, okay. Wurde besiegt. Ich war irgendwie überhaupt nicht in Form. Zwei Superbälle. Root redet sich natürlich raus. Er hat einfach zu viel an ihren Freund gedacht. Ach, wäre mein Freund auch so toll wie du. Genau, wir sind nämlich die Besten. Ist das dein Freund? Ich bin richtig cool. Ich bin nämlich hab nämlich eine Freundin. Ach, woher hätten wir das jetzt nur gedacht, dass das bestimmt der Freund ist? So. Camper Matthias fordert dich heraus. Oh, ein Schicki. Ich will auch ein Schicki. Schicki, Schicki. Schicki, Schicki. Deckel. Selber blubber ein. Die zwei Angriffe haben vollkommen ausgereicht, um das Shigi zu besiegen. Doch, so ein Mist. Hoffentlich lässt er sich jetzt hinter. Da können wir hinter ihn gehen. Ja, nicht wirklich. Ach, toll. Sehen wir jetzt aber auch noch den Fetti hier. Ich bin unterwegs zu einem wahren Pokémon-Jäger, der in einem Haus an der Küste wohnt. Der Weg zum Pokémon-Jäger ist steinig und schwer. Wanderer Minoru und mit Trainern übersät, die wir alle besiegen müssen. Ein kleiner Stein. Ja, du schaffst das. Welches Level hat das? Dann nehme ich doch lieber das Biese. Das Biese ist gut, um das Kleinstein zu besiegen. Ja, jetzt hat er natürlich das Angriffsvorrecht. Das heißt, einen Rankenhieb, damit ist das Ganze hoffentlich erledigt. Ja. Super. Gucken, was der als nächstes einsetzt. Pudgy ist auf Level 20. Hey, cool. Pikachu 15. Super. Donnerwelle. Dann machen wir, dass er diese Attacke vergessen soll. Pikachu hat Donnerwelle gelernt. Machado ist Kampf-Pokémon. Ich glaube, das ist das Einzige, wogegen normale Pokémon schwach sind. Nehmen wir mal Pikachu. Kann das direkt paralysieren mit seinem neuen Angriff. So, einmal Kampf, Donnerwelle. Bei mir wird das dann immer, ich kann nicht angreifen. Der kann natürlich angreifen, was sonst?
Drecksack. Donnerschock hinterher, du mieser Macholo. Dich selber treten. Jetzt habe ich den Paralyse eingesetzt, ja, damit es schließlich nicht funktioniert. Einmal paralysiert und tot. Oder besiegt, eher gesagt. Das stimmt ja nicht. Erfahrungspunkte, Minor wurde besiegt. Jetzt hast du mir aber ganz schön gezeigt. Dein Geld und deine Pokebälle mehr wollen wir gar nicht. Wir wollen nur zum Pokemaniac. Und das ist ein Pokemaniac, den ich besuchen will, weiß angeblich eine Menge über seltene Pokémon. Dass da niemand angreift. Hier kommt ja einer nach dem anderen und an den komme ich nicht vorbei. Manu. Findest ein Ether. So was ein Busch-Pikachu. Ne. Du bist auf dem Weg zum Bills Haus, oder? Aber jetzt liefern wir uns erstmal einen Kampf. Meine Güte, das wird ja immer mehr und mehr. Angler Alvaro fordert dich heraus. Ein Carpador, das wird Fritschi doch mit links erledigen. Auf Rang 14, nur in Anführungszeichen. Ich hatte eben ziemlich was abgekriegt, deswegen werde ich das nicht rausholen. Erledigt. Ich frage mich, wenn der Carpador sich auch zum Garados entwickelt. Ne, brauchen wir nicht wechseln, ein Krabi kommt. Und der das teure. Den teuren Carpador gekauft, damit wir einen Garados schneller bekommen oder schon mal eins leveln können. Aua! Ich muss sagen, es sah aber lustig aus, die Animation. Atraze, mit schweren den Puppe kneifen tut weh. Weg mit dir, du Krabi. Ich gebe auf. Er hat anscheinend den Pokémaniac als Ziger noch bewacht. Der Vater unten ist so eine Abkürzung nach Azuria City. Mhm. Komm mal her. Meine Freundin hat jede Menge süße Pokémon. Ich bin furchtbar beneidig auf sie. Nicht besiegen wir auch noch. Wir brauchen gratis Pokebälle und Geld und Erfahrung. Göre Theresa fordert dich heraus. Mit einem Miracle hat jeder aber auch zwei Pokémon wieder. Mann, kann ich nur eins haben? So. Naja, was soll's. Mehr Erfahrung für uns. Ein Tackle. Oh, ich hätte den Feuerhieb nehmen sollen, Manu. Hab ich jetzt nicht dran gedacht. Der noch ein Volltreffer hier. Ich glaube, ihr hackt's da. So. Jetzt hier den Flackerbrand, aber sowas von. Ja, sehr effektiv. Das hat gesessen. Das ist nächstes an. Taub sie ein. Nee, weiterkämpfen. Tackle. Oh, das ist direkt erledigt. Das ist doch super. Ich hätte jetzt gedacht, wir brauchen zwei Schläge dafür. Theresa wurde besiegt. Auf deinen Sieg bin ich aber kein Stück neidig. Drei Pokebälle. Natürlich ist sie darauf neidig. Du warst auf dem Mondberg. Hast du da vielleicht ein Pipi gefunden? Wenn ja, dann schenke es mir doch bitte. Ja, ich würde es ja gerne tauschen, aber schenken? Mit Sicherheit nicht. Pikachu freut sich über deinen Sieg. Hihi, warum auch nicht? Küstenhaus, hier wohnt Bill. Okay.
Dann werden wir in der nächsten Episode Bill besuchen. Wenn ihr neugierig seid, schaut doch wieder rein. Abonniert mich, wenn ihr wollt. Bis zum nächsten Mal. Eure Neko. Tschüss.